Hallo auf dem Kanal von Pianoball TV. Das ist jetzt der zweite Teil vom Naturclean-Up. Den ersten Teil habe ich letztes Jahr schon gedreht, den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Da war das absolute Highlight eine Radkappe und ein Feuerlöscher. Mal sehen, was ich dieses Jahr so an Müll finde. Ich laufe dieselbe Strecke wie letztes Jahr. Ihr dürft gespannt sein. So, den ersten Müll haben wir hier, einmal wunderschöne Alufolie, gehört nicht hierher, gehört in den Müllbeutel. So, Teil 2 liegt gleich daneben, einmal ein Chipsdeckel, wunderbar, dann sogar versteckt hier eine Plastikmülltüte, kommt auch mit, das ist der Wahnsinn, geht schon wieder gut los. So. Taschentuch kommt auch nicht, kommt auch mit, so rum. Noch ein Taschentuch, Wahnsinn. Eine Zigarettenschachtel, geht auch mit. So, da läuft man mal 2 Meter abseits von der Straße oder vom... Und hier, Glas gehört auch nicht in den Wald. So, und weiter geht's. Plastik. Einfach nur Plastik. Gehört nicht in die Natur. Es gehört kein Müll in die Natur. Wird auch mitgenommen. Gleich nebenan. Was gab's denn hier Gutes? Wahnsinn. Einfach hergeschmissen. Ich nehme es mit. Okay, ich habe das nächste schon gesehen. Lass es laufen. Da hat jemand durchgehabt. Es ist schon zugewachsen. Es liegt hier schon ein paar Jahre. Es ist schon zugewachsen. Wahnsinn. Alter, ich werde bläder. So, es sieht aus wie ein, das sieht nicht nur aus, es ist ein Metalleimer. Tja, den nehme ich mal auch mit, bleibt nichts anderes übrig. Wahnsinn. So, wieder einmal Plastik und einmal Glas. Was gab es da zu trinken? Oh, Goldbrand. Hat jemand Durst und einfach eine Plastiktüte, ein Sack, irre. So, wieder einmal Alufolie. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch irre. So, wieder Plastik. Einmal Roma. Geht auch mit. So, hat wieder einer Durst gehabt. Eine kleine Sektflasche. Geht auch mit. Das sieht aus wie einmal Müllermilch oder sowas ähnliches. Richtig geraten. Kommt auch mit. Wieder einmal Sekt. Rotkäppchen. So. Und einmal schon wieder komplett zu. Auch mit. So, wieder eine Zigarettenschachtel, nein, 2. Auch mit. Und hier ist die nächste. So, ich hatte wieder jemand Durst. Oh, eine halbe Flasche Kulmbacher Edelpilz. Edelherb. Edelpilz, naja. Das ist die falsche Marke. Kulmbacher. Ich
hier wieder irgendwelche Tücher. Das ist Wahnsinn. Wieder eine irgendwie Müsli-Verpackung, eine klare Müsli-Verpackung. Jo, geht auch mit. Hier wieder Standard-Taschentücher und so weiter und so fort. So, was gibt es hier noch in der Nähe? Ich sehe es schon. Wieder was voll in die Natur gehört. Wieder mein Glas. So, eine Metalldose. Was gab's dir Gutes? Aha. Alles klar. So, ich mache jetzt kurz Pause. Das ist hier die erschreckende und ernüchternde Ausbeute von einer halben Stunde. Also, da ist wieder mal alles dabei. Glas, Plastik, Metall. Also, absolut der Wahnsinn. Das lag alles, ja, im Wald. Ja, Wahnsinn. Kriegst du die Krise. Wieder Plastik, eine Taschentuchverpackung, Softies, alles klar. Oh, hier hat ja wieder jemand den kleinen Durst. Naja, geht auch mit. Ich habe jetzt eine neue Mülltüte angefangen, weil die erste war fast voll und auch schwer. Ja, es geht schon wieder los oder weiter. Das ist wieder eine Glasflasche, ich werde wahnsinnig. Ein Stück Dachpappe, alles klar, nehme ich auch mit. Ein bisschen versteckt, aber ich habe es trotzdem gefunden. Ein kaputtes Glas, der Rest liegt hier unten. Den nehme ich natürlich auch mit, weil Glas gehört nicht in die Natur. Ach, Wahnsinn. Eine Metalldose von Becks, die liegt auch schon etwas länger hier. Definitiv, nehme ich auch mit. So, was haben wir hier? Hier. Pistazien, irgendwie sowas. Lebensmittel, Wahnsinn. Und wieder eine Glasflasche. Ist der Wahnsinn. Und wieder eine Glasflasche. Irgendwas mit Plastik. Ui, was Größeres. Oh, ein alter Sack, wie es aussieht. Genau, müsste ein alter DDR-Sock gewesen sein oder noch sein oder ein Rest davon. Ja, Wahnsinn. Das ist irgendwie etwas Größeres. Sehen, ob ich das rauskriege. Ja, schon mal ein Teil. Okay, da war es das schon. Gar nicht so schlimm. Ja. Da ist noch was. Wieder Plastik, irgendwelche Folien Mist. So, ich habe mein Highlight, oder das erste Highlight für dieses Jahr. Der liegt auch schon länger. Ja. Wahnsinn, geht auch mit. Und gleich um die Ecke hat wieder jemand Durst gehabt. Nee, kein Durst gehabt, da ist aber noch voll. Das schmeckt bestimmt noch. Jawohl, oh Gott, ey, grausig.
geht auch mit. Ich bin jetzt wieder an meinem Ausgangspunkt, wo ich vorhin angefangen habe. Es sind jetzt da knapp zwei Tüten. Das eine ist wirklich fast bloß Plastik. Ein bisschen Glas. Und der Schuh, genau, das Wichtigste, das Highlight. Und die andere Tüte, die habt ihr schon gesehen von vorhin. Das war jetzt der zweite Zwischenstand. Ich mache erstmal eine Viertelstunde Pause und dann geht's weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Und schon das nächste gefunden. Wieder jemand durchgehabt. Einmal Klopfer. Zweimal Klopfer. Und alle guten Dinge sind. Dreimal Klopfer. Oh, wieder eine Sektflasche. Wahnsinn. Clear. So, man sieht es ja schon von Weitem. Und wieder einmal Sekt. Rotkäppchen. Clear. Und die nächste Sektflasche. Rotkäppchen. Das kann doch absolut nicht wahr sein. Das gibt's doch gar nicht. Rotkäppchen. Eine Verpackung. Werthers Original. Und diverse Kleinigkeiten, wo einfach hier so rumliegen. Ups. Einmal Plastik, einmal Kohl. Und noch einmal Plastik. Ein Deckel. Einmal Pickup. Und wieder irgendwelche Tücher. Und Taschentücher und Zigarettenschachteln und noch mehr Tücher. Ein Plastikbecher, auch schon halb zersetzen, zerfressen. Einmal, was haben wir hier? Magnum, Eisverpackung. Wieder jemand durchgehabt, zwei Flaschen. Geht auch mit. Und wieder mal eine Zigarettenschachtel. Ja, was ist das? Wieder Papier. Plastik. Wahnsinn. Wieder ein Tuch. Neues Zigarettenschachtel. Und gleich die zweite hinterher. Geht auch mit. So. Oh. Wieder hier Tüte. Wieder jemand durchgehabt. Ein Gaszettel, Plastik und noch jemand durchgehabt. Und wieder Alufolie. Grüßig. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, tja, ich muss dazu nichts sagen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Kaum 2 Meter weitergelaufen, das nächste hier wieder, guter Jägermeister. So, das zweite Rennen. Gehört schon zum Standard Rotkäppchen und noch ein Jägermeister. Der Klassiker Rotkäppchen. So, kennt ihr ja inzwischen jeder Rotkäppchen.
Hier haben wir noch Olivenfolie. Okay, so, das ist ja bekannt. Das ist auch bekannt. Wieder eine Glasflasche, liegt auch schon länger. So, da drüben habe ich auch schon wieder was gesehen. Ah ja. Na, Martini. Jawohl. Naja, dazu muss ich ja nichts mehr sagen. Das ist jetzt weiter. Hier, irgendwelches Plastikgelump. Was liegt hier noch? Oh, hier liegt mal nichts. Ist ja Wahnsinn. Hier liegt wirklich alles rum. Also, Wahnsinn. Hier noch. Auch wieder ein Tuch. Ja, ich fange halt mal hier oben an. Becher und das Lack hier schon alles so da. Ich sammle den Rest noch ein. Wie zum Beispiel eine Chipstüte. Das ist mal was Neues. Fischkonservendose. Das ist der Wahnsinn. Ich habe gerade meine dritte Mülltüte voll. Ich habe jetzt was anderes genommen. Ich habe noch was im Auto gehabt, aber ihr seht es ja hier. Das ist ja, ja Burger King. Und Wahnsinn. Immer wieder ja, das Altbekannte. Burger King Becher. Okay. Rein. So, was haben wir hier noch? Immer Riesling. Jawohl. Auch mit Plastikschale geht auch mit irgendwie. Ich habe hier noch mehr gesehen vorhin. Ich mache schon mal hier einen kleinen Rundgang. So, Zigarettenschachtel, irgendwelchen Mist, nehme ich alles mit. Plastikbeutel. Oh, kleine Schnapsflasche, das gab es nie. Jawohl. So, dann was wir. Dann noch was, was wir lange nicht hatten. Rotkäppchen. Zigarettenschachtel. Hier noch was? Ach ja. Ui. So, dann was haben wir hier? Wein de France, halbtrocken. Sektflasche. Eine schöne Flasche. So, jetzt wieder auf den Haufen bringen. Da war nämlich noch mehr. Sekt, Rotkäppchen, das Ganze noch einmal. Alles eine Schweinerei. Wahnsinn. Zack, zack, zack. Kümmerling. Schöne Ausbeute von ein paar Quadratmetern. Wahnsinn. Schämt euch. So, ich hoffe, da müsst ihr was sehen. Weil, ja, das ist ja bekannt. Zweimal Rotkäppchen. Ein Taschentuch. Geht auch mit. So, jetzt kommt was ganz Neues.
Oh, gleich zwei davon. Rotkäppchen. Und? Moment. Moment. Rotkäppchen. Auch mit. Guck mal den Schatten. Die Tüte oder der Beutel ist auch schon wieder voll. Langsam habe ich keine Möglichkeit, irgendwie mehr was unterzubekommen. So, ich habe mal wieder auf 3 Quadratmeter was zusammengesammelt. Das lag einfach so in der Wiese. Nehme ich einfach noch mit. Ich habe da wieder was gesammelt. Nein, das ist nicht altes. Das habe ich gerade erst gesammelt, vor ein paar Minuten. Das lag alles so mehr oder weniger im Umkreis von 10 Quadratmetern. Das ist absoluter Wahnsinn, was hier rumliegt. Das nehme ich natürlich auch noch alles mit. Ach, Wahnsinn. So, noch über 3 Stunden des Sammelns habe ich die Schneidsätze richtig voll. Das war auch wieder eine ganze Menge. Also der ganze Kofferraum vom Auto ist voll. Ich fahre jetzt nach Hause und schmeiße das ganze Mist auf den Haufen. Dann zeige ich euch das nochmal und dann sortiere ich das Ganze. Dann zeige ich euch noch. Zeige ich es euch nochmal. So, was ist denn jetzt los hier? Wirklich die Schnauze voll. So. In der kleinen blauen Tüte sind ungefähr 25 Rotkäppchenflaschen. Es werden so knapp 100 werden, denke ich mal. Lasst euch mal überraschen, was gleich noch kommt. So, das ist die Ausbeute, was ich heute zusammengelesen habe an Müll aus dem Wald. Hier fangen wir mal hier an. Ein ganzer Korb Papierzeug. Großteils Zigarettenschachteln. Ihr seht es ja hier. Dann gehen wir mal hier weiter rüber. Fast einen ganzen Sack mit Plastikabfällen. Der eine Schuh war das Highlight, ja, der Eimer da hier. So, und der Großteil, also insgesamt sind es 86 Flaschen, größere und kleinere. Hier auch noch die Schnapsflaschen. Großteil war Rotkäppchensekt mit 48 Flaschen. Also, ich finde es eine absolute Schweinerei und auch eine Sauerei. Es ist Wahnsinn. Könnt ihr denn euren Müll nicht mit nach Hause nehmen oder in die Mülltonne tun? Das gibt's doch gar nicht. Also da kann ich platzen, ey. Da kann ich echt richtig platzen. Das ist Wahnsinn. Schaut euch doch mal an, den Dreck. Das gehört nicht in die Natur. Außerdem ist es Rohstoff. Also sowas. Also. Oh. Gut, okay, ich will es mir beibelassen. Echt komplett Platz. Tja, was soll ich zum Abschluss noch sagen? Ich werde solche Videos demnächst wahrscheinlich noch öfter machen. Ich hoffe, das Wetter hält noch ein bisschen. Selbst wenn es regnet, kann man mal rausgehen. Das geht schon. Mal sehen, was ich noch so alles aus dem Wald rausziehe. Ich bin gerade ein bisschen baff und blatt, ganz ehrlich. Wenn man sich den Scheiß hier ansieht. Ja, was soll ich sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir, was in die Kommentare. Gebt mir ein Abo für meinen Kanal. Das wäre super. Ich danke euch und ja. Ciao.